hat. Viel hat sich getan seit dem Jahre 1973 und es wird sich wieder was tun. Markus Kretschmer wird uns jetzt zeigen, skizzieren, was kommt schon in der nächsten Saison, was die Infrastruktur betrifft auf uns zu und was wird dann in der weiteren Zukunft alles hier neu gestaltet. Bitte begrüßt sehr, sehr herzlich unseren Vorstand Markus Kretschmer. Bevor ich die einleitende Frage stelle, du wirst die Leute sicher begrüßen. Ja, danke Erwin. Zunächst einmal ein wirklich herzliches Grüß Gott, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin sehr beeindruckt heute wieder von der Austria-Familie. Darf ich Ihnen verkünden, wir haben heute für unser Mitgliederfest Rekordbesuch. Wir haben fast 500 Leute heute hier am Abend zu Gast. Und ich freue mich ganz besonders, dass gerade Sie heute zum Auftakt hier ein tolles Spiel unserer jungen Wilden gesehen haben, unserer U16. Weil genau dort zu 100% geht das Geld, das Sie mit Ihrer Mitgliedschaft machen, hinein, dass wir dort auf der Qualität und in dem Level etwas entwickeln können. Dazu vielen, vielen Dank und noch einmal einen sehr schönen violetten Abend. Dankeschön, Markus. Ich glaube, den haben wir eh schon. Ich schaue jetzt einmal so Richtung Osttribüne. Eigentlich unser, wenn man so möchte, infrastrukturell fast jüngstes Baby, was eine große Tribüne betrifft. Aber Markus, trotzdem, wir sprechen ja auch immer mit den Fans und haben hier einige Anregungen. Da wird es was Neues geben. Ja, ich glaube, das muss man, glaube ich, zu Beginn hier voranstellen. Wir haben ein sehr, sehr schwieriges Jahr hinter uns. Wir sind fußballerisch mit unserer ersten Mannschaft nicht dort, wo wir sein wollen. Und das merkt man natürlich auch hier im Stadion, dass es einfach nicht so läuft, wie wir uns das alle vorstellen. Und dass es auch nicht so läuft, sozusagen mit dem Support. Wir sehen hier die Osttribüne, die 2008 gegen Borussia Dortmund mit einem gewissen Jürgen Klopp eröffnet wurde. Für mich immer noch als Symbol des Neubeginns der Austria und wahrscheinlich die schönste Fantribüne. Aber wir haben alle, die vor allem regelmäßig ins Stadion kommen, mitbekommen, dass wir dort einfach Probleme haben. Und das hat vielfältige Ursachen. So gut es uns wirklich in den anderen Bereichen geht, auch was die Abozahlen betrifft etc. Wir alle miteinander können nicht glücklich sein, so wie die Entwicklung der Osttribüne quasi in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Ihr wisst, dass es viele Kommunikationsthemen gegeben hat, dass man immer wieder versucht, diesen Austausch zu suchen. Wir haben die letzten Wochen auch dazu genutzt, im Hinblick auf die neue Saison einiges zu verändern, auch zu dem Projekt, was wir dann gleich nachher sehen. Und haben uns dazu entschlossen, für die neue Saison diese Gestaltung der Osttribüne neu aufzustellen. In vielen Gesprächen mit traditionellen Fanclubs, mit jungen Fanclubs, die viele Ideen einbringen, die natürlich auch ihre Choreografien oder ihre Bürotechnik vernünftig drüber bringen wollen, haben wir Gespräche geführt und haben uns dazu entschlossen, dass wir die Osttribüne, so wie wir es vom Rang her sehen, teilen werden. Wir werden den ersten Rang in Zukunft auf Wunsch zu einer Stehplatztribüne machen, als Seeing Area, als Fan Area. Und dort wird es auch sehr, sehr faire Preise geben, also eine neue Preiskategorie, auch auf einen vielfachen Wunsch, weil dort viele jugendliche Fans sind, wo wir mit den Preisen für die nächste Saison hinuntergehen werden. Für ein normales Spiel beispielsweise 13 Euro. Hallo. Und dort wünschen wir uns dann von denen, die das einfach zeigen wollen, die singen wollen, die durchaus, und das möchte ich auch an dieser Stelle klarstellen, Bürotechnik per se ist nicht verboten, nur Bürotechnik hat gesetzliche Rahmenbedingungen, wenn man sich an diese hält, dann wird das auch möglich sein. Also da werden wir auch den Dialog suchen. Und der zweite Rang, eben als Sitzplatztribüne zu den Preisen, die man kennt, wo unter Anführungszeichen, ich darf das salopp formulieren, die Alteingesessenen ihren Platz haben, die einfach auch dieses Fantribünenerlebnis haben wollen, dass wir wieder beweisen, der Bundesliga und auch unserer Mannschaft, dort kommt der Support her. Denn eines muss ich sagen, und das beeindruckt mich immer wieder, die Austria-Familie, wenn die Mannschaft auf dem Feld zur Leistung kommt, und ich erinnere mich da an Stabi, da war es die Tribüne, die mitgegangen ist, auch zuletzt beim schwierigen Sieg in Wiener Neustadt. Wenn die Mannschaft sozusagen etwas zeigt, dann geht diese Tribüne mit.
Und das wollen wir einfach im nächsten Jahr unterstützen. Das kann ich versprechen, das habt ihr jetzt als Zeichen gesehen. Wir werden diesen Dialog weiterführen, dass wir auch hier diese Generali Arena wieder zu dem Heimstadion machen, wie wir es schon erlebt haben und wie es einfach auch unsere Mannschaft in der nächsten Saison für diesen Restart braucht. Und auch ganz wichtig, vielleicht nicht für jeden, aber doch für viele immer wieder ein Thema, es wird weiterhin den freien Eintritt für Rollstuhlfahrer geben und es wird auch für Begleitpersonen um 10 Euro zum Pauschalpreis die vernünftige Begleitkarte geben. Auch das ist uns sehr, sehr wichtig. Ich denke, es signalisiert auch mit dem Applaus, dem Markus und alle, die da beschäftigt sind, dass da die Wiener Austria auf dem richtigen Weg ist. Bevor wir jetzt weitergehen, ich mache es so richtig spannend, gell? Also, unsere Kampfmannschaft haben wir noch nicht begrüßt. Das gehört sich auch. Schön, dass ihr da seid beim Mitgliederfest. Und jetzt schon euch allen alles Gute, viel Erfolg fürs Derby. Das, was du jetzt gesagt hast, Markus, war das, was in der nächsten Saison umgesetzt wird. Aber wir blicken ein bisschen weiter in die Zukunft. Ich sage nur, Starprojekt, Stadion, Trainingsplätze, Akademie, regionales Nachwuchszentrum. Ja, danke, Erwin. Also ich glaube, wir haben ja in der Pause unsere sportlich Verantwortlichen, Sportdirektor Franz Wohlfahrt, Trainer Andi Ogris und den Akademieleiter Ralf Mohr gehört. Die natürlich, wir sind ein Fußballverein und ich verstehe, dass natürlich alle einmal grundsätzlich wollen, dass unsere Mannschaft, unsere erste Mannschaft, dass alle erfolgreich spielen. Aber ich sehe es als die Aufgabe von mir und meinem Team, einfach für die Rahmenbedingungen zu sorgen, für die Stabilität zu sorgen. Da ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel weitergegangen. Das ist das, was im Moment auch ein bisschen wehtut, weil wir in den letzten Jahren wirklich hier den Verein stabilisieren konnten, weil wir auch schon in den letzten Jahren mit vielen Investitionen Rahmenbedingungen geschaffen haben, die es eigentlich überhaupt möglich haben, solche Abende wie heute oder solche Spiele, wie wir sie schon in der Europa League erlebt haben, hier veranstalten zu können. Aber es ist ganz wichtig, es gibt diesen allgemeinen Spruch, Stillstand ist Rückschritt, wir müssen uns einfach damit beschäftigen, wie wir weiter vorgehen können. Und ich erinnere mich sehr gut vor einem Jahr, als wir hier beim Mitgliederfest mit vielen Interessierten gesprochen haben, ein bisschen was ist schon durchgesickert, wir haben immer gesagt, die Gelder der Champions League wollen wir auch für die Zukunftsplanung verwenden. Konkret, ich erinnere mich auch an Mitgliedsfeste, die zurückfahren. Herr Kretschmer, können wir nicht eine zweite Videowahl machen? Da ist die zweite Videowahl, da haben wir eine Ecke geschlossen. Ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, haut das Geld lieber in die Mannschaft, wir wollen eine ordentliche Mannschaft haben. Aber ich glaube, das ist genau dieser Spagat, dass wir versuchen müssen, auch für eine erfolgreiche Zukunft der Austria, die wir 2007 wieder begonnen haben, und wo wir einfach der Tradition dieser 104 Jahre verpflichtet sind, etwas aufzubauen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dieses Thema Infrastruktur in ein großes Projekt zusammenzufassen. Und das darf ich, und das freut mich sehr, und das war mir ein Anliegen, weil ihr seid ein Kern der Austria-Familie, ihr steht für diese Zukunft, ihr gebt dafür Geld her, dass wir auf diesem Niveau mit der Jugend etc. weiterarbeiten können, dass wir diese Rahmenbedingungen schaffen können. Wir haben das Star-Projekt genannt. Ein bisschen in Anlehnung, ihr erinnert euch, wir haben vor einigen Jahren, als es uns nicht so gut gegangen ist, dieses Projekt der Rising Stars gegründet, wo wir damals uns auf Spieler konzentriert haben, ein Zlatko Janusovic, ein Julian Baumgartlinger, ein Florian Klein und ein Michael Lindl waren die ersten, die wir mit diesem Projekt geholt haben. Und daher haben wir diesen Namen noch einmal hergenommen, aber heute stehen diese Buchstaben für etwas anderes. Und das seht ihr auf der Videowall, dieses Thema Star-Projekt, weil es mir eins wichtig ist. Wir wissen, unser Konkurrent, unser Mitbewerber aus dem Westen baut im Westen ein neues Stadion. Die haben ein Stadion umgelegt und bauen ein neues Stadion auf. Das ist ein Ansatz dazu. Wir denken aber, und das haben wir heute gesehen und das verbindet diesen Abend, wir müssen an den ganz gesamten Club denken. Natürlich ist die erste Mannschaft und das Stadion wichtig, aber es geht einfach auch darum, um Rahmenbedingungen zu schaffen. Und daher das Thema Star, Stadion, Trainingsplätze, Akademieerweiterung, und neues, regionales, dafür steht das R, Trainingszentrum. Ich darf jetzt einmal um die nächste Folie bitten auf der Videowall, um euch die Rahmenbedingungen darzulegen. Dauert noch ein bisschen. Jetzt haben wir es. Das, was vielleicht vielen nicht so klar ist und warum wir es auch nicht
vergleichen können mit dem, was eben in Hütteldorf passiert, sondern dass wir in einer anderen Situation sind, haben wir diese Folie gebastelt. Die Namen haben alle schon gehört. Wir wissen, und wir sitzen hier in der Generali Arena. Wir haben vom Stadtentwicklungsprojekt, und da lege ich auch großen Wert darauf, wir sind ein Fußballclub, wir sind kein Immobilienentwickler, wir bauen keine Wohnungen, aber wir müssen uns mit unserer Zukunft beschäftigen, mit den Rahmenbedingungen, die rund um unser Stadion passieren. Und es ist in den letzten Jahren das Stadtentwicklungsprojekt von der Stadt als Leitprojekt, so wie die Seestadt Aspern, ist ein Leitprojekt der Viola Park. In diesem Viola Park, in diesem wachsenden Wien, gibt es drei Schwerpunkte, nämlich einerseits das Thema Schule, dazu komme ich gleich im Detail, und das Thema Wohnen und auch das Versorgen dieser Leute, die dort sind. Es sollen hier 700 bis 800 Wohnungen eben auf einem Areal entstehen. Es soll hier unsere Partnerschule, und damit haben wir schon wieder den Sprung, die Burschen, die ihr hier jetzt vorher gerade gesehen habt, die besuchen heute diese EWBA. Die EWBA, die erste Wiener Ballsportakademie, mit dem ersten Wiener Ballsport-Gymnasium, ist heute ein fünfjähriges ORG, eine Institution, um die uns andere Clubs beneiden. Ich war im Herbst unter anderem in Dortmund, ich war in Fürth, und als ich ihnen dann von diesem Projekt erzählt habe, haben alle gesagt, das ist sensationell, wir haben das nicht. Dieses fünfjährige ORG gibt die Rahmenbedingungen für unsere Jungs, dass sie genug trainieren können, aber auch eine schulische Ausbildung machen können. Wir wollen das dahingehend optimieren, dass diese Schule in die unmittelbare Nähe kommt zum Stadion, nämlich dort, wo heute der VIP-Parkplatz ist. Und dort, wo heute unsere Kleinsten trainieren, nämlich die Jugend, von der U7 weg, auf diesen Trainingsplätzen, dort sollen eben Wohnungen entstehen. Das heißt, wir verlieren hier Flächen rund um die Generalarena. Und diese Flächen müssen wir irgendwo kompensieren. Einerseits am Matchtag die Parkplätze, und auf der anderen Seite, was selbstverständlich ist, brauchen wir Trainingsplätze, wo unsere Kleinsten weiter trainieren können, wo wir uns vorbereiten können. Und daher sind wir hier in Verhandlung mit der Stadt Wien und haben das in unser Projekt aufgenommen. Auf der anderen Seite, ihr kennt das und seht das jeden Tag, und der eine oder andere ärgert sich im Stau, gibt es den Verteilerkreis Favoriten. Verteilerkreis Favoriten ist ein Areal, man mag es kaum glauben, von 40.000 Quadratmetern, wo eines ganz sicher ist, dass nämlich im September 2017 dort die U-Bahn stehen bleibt. Ich habe das Vergnügen gehabt, im Herbst noch mit dem Tommy Baritz in die U-Bahn-Station zu fahren. Die U-Bahn-Station ist de facto fast fertig. Es wird jetzt gebaut, also diese U-Bahn kommt sicher. Und das ist für uns auch sehr wichtig, weil diese öffentliche Anbindung, das muss man neidlos anerkennen, in Hütteldorf viel zu den Zuschauern beigetragen hat. Und man sieht es jetzt, und ich habe es teilweise selber erlebt, beim Happelstadion, wie reibungslos das funktioniert. Viele haben das in der Champions League, glaube ich, gut mitbekommen. Deswegen sind wir überzeugt, dass wir mit dieser Anbindung an das U-Bahn-Netz, noch dazu an die U1, die ja dann zum neuen Hauptbahnhof führt, in drei Stationen und auch in die Stadt, einen extremen Sprung machen. Wir wissen aber auch, das ist das Interessante, dass unsere Fans ja nicht nur aus Wien kommen und die U-Bahn nutzen können, sondern dass viele, ich habe heute schon Gespräche geführt, aus dem Burgenland oder aus dem Niederösterreich nach Wien kommen. Die haben heute den Parkplatz beim Holzhändler, den wir ja auch noch nicht so lange haben, der heute selbstverständlich ist. Der fällt weg in diesem Viola-Park-Projekt. Und daher wird es die Möglichkeit geben, im Verteilerkreis Favoriten mit einer Park-and-Ride-Anlage, dass auch diese Leute dort parken können. Und mit diesen Rahmenbedingungen haben wir gesagt, das entsteht jetzt, das entsteht in den nächsten Jahren. Und daher können wir nicht warten, entweder wir ziehen jetzt mit, oder wir bleiben ewig auf dem Level, wo wir sind. Und daher, da darf ich um die nächste Folie bitten, dieses Thema Star, Stadion, da kommt gleich was, da zeige ich euch was, weil das ist viel besser, als wenn ich euch langatmig erkläre. Das Thema der Trainingsplätze, weil ihr wisst, sind dann an der Nordtribüne, sind die Plätze 2, 3 und 4 heute genutzt von unseren Amateuren, von der Kampfmannschaft, aber eben auch von den Kleinsten, die wir auch modernisieren wollen. Der Kunstrasen hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der Naturrasen wird auch immer wieder renoviert. Die Akademie in der Labergstraße, ihr seht, wie toll die Jungs arbeiten, aber auch die wird schon wieder fast zu klein. Und dann eben für die Plätze, die wir hier draußen verlieren, brauchen wir neue Plätze, brauchen wir ein regionales Trainingszentrum. Denn eines haben wir auch immer gesagt, die über allen Stadtleuten.
die Zeit, wo die Austria eine Akademie in Hollabrunn hatte, der Nachwuchs im Happelstadion war, hier die Kampfmannschaft war, die soll vorbei sein. Wir sind ein Club in Wien 10, wir wollen das in der unmittelbaren Umgebung haben. Es ist sensationell, darum beneiden uns viele, dass quasi die Akademie in unmittelbarer Sichtweite ist. Das ist extrem wichtig. Ihr wisst zum Beispiel, dass im Winter auch unsere Kampfmannschaft die Fußballhalle fürs Training benutzen kann. Und daher wollen wir in Wien 10 ein neues regionales Trainingszentrum schaffen. Bauzeit, auch immer die große Frage. Na, wann geht's denn da los? Wie schaut denn das aus? Es gibt einen sehr klaren Zeitplan von unserer Seite. Die Saison 2015-16 werden wir unverändert hier in der Generali Arena Fußball spielen, werden wir unverändert den Fanshop hier haben, werden wir das Büro weiter haben, werden wir hier weiter trainieren. Wir werden diese Zeit aber nutzen, um viele Verhandlungen zu führen, harte Preisverhandlungen zum Abschluss zu bringen, weil wir bereits im kommenden Sommer, in einigen Wochen, weil das ist unter anderem das Geld, das wir auch aus der Champions League genommen haben, in einigen Wochen die Baugenehmigung für den Stadionteil hier erwarten. Und Baugenehmigung heißt in Wien, dass du de facto sofort, wenn du die Mittel hast, den Auftrag vergeben hast, zu bauen beginnen kannst. Das heißt, wir sind dann in der Lage, das, was wir jetzt dann sehen, umzusetzen. Auf der anderen Seite ist das natürlich ein großes Projekt und wir haben ja in den letzten Jahren schon 28 Millionen Euro, beginnend hier mit dieser Ostertribüne bis zuletzt in die Südwestecke, in das Flutlicht, das ihr hier seht, in die Akademie. Hier drunter liegt eine Rasenheizung, der VIP-Club, den ihr heute anschauen könnt. Da haben wir sehr, sehr viel investiert, auch ins Trainingszentrum hinter der Nordtribüne. Und den Weg wollen wir weitergehen, um diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dass unsere von der ersten Mannschaft über die Amateure bis in die Akademie sich optimal vorbereiten können. Und deshalb hier das Stadion, Juli 16 Baubeginn, aber de facto, wir werden im Mai, Mitte Mai, nächstes Jahr ist ja die Euro in Frankreich, wir hoffen, dass Österreich dabei ist, aber jedenfalls wird die Meisterschaft Mitte Mai vorbei sein und dann beginnen hier die Arbeiten in 4 Teilbereichen. Das eine genau gegenüber ist die Nordtribüne. Die Nordtribüne ist heute 33 Jahre alt. Wer sich ein bisschen mit Infrastruktur beschäftigt, ist das meistens ein Thema. Dann musst du ordentlich sanieren. Das Dach wird schon weg. Die drüben sitzen, wissen, der eine oder andere Sessel ist vielleicht auch nicht mehr der idealste. Der VIP-Club ist in die Jahre gekommen. Da wollen wir neu investieren. Das heißt, es wird die Nordtribüne abgerissen und es wird dort, das ist das Interessante, genau in der Höhe der Osttribüne eine neue zweirangige Tribüne entstehen, weiterhin eine Familien-Fan-Tribüne im ersten Rang und im zweiten Rang werden wir einen neuen VIP-Club schaffen, wo es den VIP-Club, den ihr hier jetzt erlebt, quasi gespiegelt gibt mit Business-Seats, mit Lotion, mit Skyboxen, weil das einfach auch für die wirtschaftliche Basis sehr, sehr notwendig sein wird. Der zweite Teil. Vielen Dank, aber ich glaube, es kommt noch einiges. Der zweite Teil ist die Westtribüne. Die Westtribüne ist heute knapp 30 Jahre alt. Wenn wir gesagt haben, wenn wir was machen, wir werden eh so kritisiert. Dann macht er dort der Zitzel, dann macht er da die Ecken zu, dann macht man da die Ecken zu. Irgendeiner hat jetzt einmal Möbelix-Stadion geschrieben, so Dings. Nein, wir wollen es gescheit machen. Auch die Westtribüne wird quasi eine zweirangige Tribüne, gespiegelt zur Osttribüne. Wo wir auf der einen Seite in diesem Eck einen sehr flexibel, aber sehr sicher gestalteten, und das ist uns was ganz was Wesentliches. Die Generali Arena muss für jeden Besucher sicher sein. Es tut mir extrem weh und ich entschuldige mich auch noch einmal für das, was am Wochenende passiert ist. Es kann nicht sein, dass irgendein Idiot mit Pfefferspray 18 Leute verletzt. Das geht nicht. Und das ist unsere Verantwortung, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir das in den Griff bekommen. Daher sicherer Fanblock. Und dort haben wir die Schulaktionen, eine Fan-, eine Familien-, eine Kindertribüne, wo es aber auch in der Tribüne Aufenthaltsräume geben wird, wo es den Kindergarten geben wird, wo man Geburtstag feiern kann, etc. Wie gesagt, und wir haben dann ein geschlossenes U in der Dachkante der heutigen Osttribüne mit den zwei Tribünen.
Dann springen wir hinunter, haben die Ecke Süd-West, Südtribüne bleibt unverändert und dann werden wir auch diese letzte Ecke schließen und dann haben wir endlich ein geschlossenes Fußballstadion. Und auf das werden wir dann stolz sein. In dieser Tribüne müssen wir auch ein paar Umbauarbeiten vornehmen. Einerseits ein paar dieser Logen werden dann TV-Kommentatorenkabinen, Radio-Kommentatorenkabinen, Überwachungszentrale, Sprecherkabine, Technik, die teilweise heute noch drüben sind. Es wird auch hier weiter einen VIP-Club geben, der quasi der Klassik-VIP-Club wandert herüber. Und wir werden hier in den Räumlichkeiten die Kabinen oder den technischen Bereich unserer Kampfmannschaft aufbauen, dass die auch untertags zwischen zwei Trainingseinheiten bessere Regenerationsräume bekommen, um wirklich auch noch länger im Stadion zu sein, ein wirkliches Trainingszentrum zu haben für unsere erste Mannschaft. Und das ist ganz wichtig, wenn wir das alles abgeschlossen haben, dann ist die Generali-Arena mit im nationalen Spielbetrieb 17.500 Personen, für UEFA-Spiele mit 15.000 Personen, ein Vier-Sterne-Stadion im Sinne der UEFA. Das heißt, wir können hier alle Spiele theoretisch bis zur Champions League Halbfinale austragen. Also sollte uns das, was wir heute in Bernabeu sehen, einmal passieren und aus irgendeinem Grund das Happelstadion nicht gehen, wir können hier spielen, wir müssen nicht auswandern. Und sogar ein Europa-League-Finale wäre hier möglich. Aber wir wissen natürlich, 17.500 ist begrenzt, aber wir haben uns das natürlich sehr genau überlegt, weil wir eines wissen. Und warum tun wir das? Weil jeder sagt, es gibt viele, die sagen, ja, aber wir haben eh keine Zuschauer, da kommt eh keiner, und warum? Nein. Der Unterschied ist, wenn Austria Wien das spielt, was wir alle von Austria Wien erwarten, und Highlights bietet, dann kommen die Leute und denkt an das, was ich gesagt habe, Parkplätze, U-Bahn-Anbindung. Ich erinnere mich und sage noch einmal danke. 45.000 Champions League Austria Wien gegen Atletico Madrid. Hallo. Ein Schnitt von über 40.000. Das ist das, was uns unterscheidet von den anderen, dass wir, wenn wir etwas bieten, dann weiß ich, dass diese Austria-Familie, nicht nur ihr wie heute Abend, kommen wird. Und daher werden wir das in diesen zwei Saisonen auf uns nehmen. Um vielleicht hier auch eine Frage zu beantworten. Wir werden hier natürlich mit dem Spielbetrieb zwei Jahre ausziehen müssen und es bleibt in Wien de facto nur das Happelstadion. Ich weiß, da gibt es viele, Happelstadion, wenn wir gegen Grödig spielen, 6.000 Leute. Es geht noch nicht anders, weil du brauchst eben, die jetzt von der Bundesliga-Lizenzbestimmung, Flutlicht, Rasenheizung, Größe der Parkplätze für die TV-Stationen. Das geht heute beispielsweise auf einer Hohen Warte nicht, das geht nicht auf einem Sportclubplatz, das geht eben in Wien für uns realistisch nur im Happelstadion, aber auch da werden wir uns einiges zu überlegen haben. Wenn wir hier schon so viel bauen, und da bitte ich um die nächste Folie, geht es natürlich auch um die Trainingsplätze, wie ich vorher gesagt habe, Trainingsplatz, Kunstrasen und Rasenplatz. Auch das, glaube ich, sehen wir immer wieder bei Besuchen. Ein Trainingszentrum ist was ganz was Wichtiges. Auch das wollen wir adaptieren für die Kampfmannschaft und möglicherweise auch diese Trainingsplätze mit einer Rasenheizung versehen, dass wir auf Top-Niveau uns vorbereiten können. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt und das ist die Akademie. Weil, denkt an die Folie zurück, wir verlieren hier Flächen. Und daher müssen wir Ersatzflächen schaffen und da sind wir in mit der Gemeinde Wien und unserem Nachbar. Oben ist ein großes Kindergartenareal. Wir planen hier einen weiteren Platz und mögliche Kabinen noch bei der Akademie zu errichten, dass dort weitere Jugendmannschaften trainieren können. Aber es wird zu wenig sein, nur die Akademie zu erweitern und der Platz ist dort einfach beschränkt, auch aufgrund von anderen Bedingungen. Und daher die vierte große Säule in diesem Star-Projekt, das regionale Nachwuchszentrum, das in Wien 10 entstehen soll. Einerseits, um hier Ersatzflächen zu schaffen für die Plätze da draußen, wo jetzt die Kinder trainieren. Und wenn wir den Club weiterentwickeln wollen, und es kommt, wir sind ein Fußballclub mit der Sektion nur Fußball, das unterscheidet uns von anderen großen Clubs. Aber was wir bekommen und durch die Schule, auch das Thema Mädchen- und Damenfußball wird immer intensiver. Und wir sagen zur Gemeinde immer, wir machen das sehr gerne und Sie dürfen auch in die Schule gehen,
nur wir brauchen Plätze. Weil, wenn wir was Ordentliches machen, wenn Austria draufsteht, muss auch Austria drinnen sein, auch für die Mädels. Und daher ist das die Vision, die uns in der Zukunft begleiten soll. Ja, und dann haben wir uns natürlich einiges überlegt und wie heißt es so schön, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ich möchte aber noch eines voranschicken. Ihr werdet jetzt gleich das, was ich euch erzählt habe, was das Stadion betrifft, in einem kurzen Film sehen. Eines möchte ich aber voranstellen. Ihr werdet dort einen Mann sehen und da bin ich sehr stolz drauf und sehr froh und sehr dankbar. Der wird uns in den nächsten Jahren, wenn wir dieses Thema in verschiedenen Bereichen, nicht nur so wie heute bei der Uraufführung quasi berichten, einfach begleiten, weil er auch hundertprozentig von diesem Weg überzeugt ist. Und ich freue mich sehr, dass unser Jahrhundertfußballer, unser großes Idol, der Herbert Prohaska, als quasi, wenn Sie so wollen, Stadionbotschafter uns in den nächsten Jahren begleiten wird. Und er war so nett und hat folgenden Film für uns mitgetragen. 1973 beim ersten Mal. Ich war dabei. Seitdem ist sehr viel passiert in unserem Stadion. Triumph. Niederlage. Tränen. Wir haben hier unsere Heimat jetzt endlich gefunden. Und jetzt gehen wir den Weg zurück. Wir sind angekommen, endlich zu Hause. Ihr seht, wir haben jetzt hier zwei Bilder, die man dann auch in Zukunft hier sich anschauen kann. Was wir natürlich gemacht haben, viele haben es mit dem Handy mitgefilmt, keine Sorge, ihr werdet das in ordentlicher Qualität bekommen. Ab sofort, nämlich genau in diesen Minuten, geht online, ihr habt es hier auf der Videowall, einerseits natürlich im Facebook, aber auf der anderen Seite unter generali-arena.wien, da findet ihr alle Informationen. Da könnt ihr euch den Film mit dem Herbert Prohaska noch einmal anschauen. Da ist genau das, was das Stadion betrifft, dabei. Und wenn es Fragen gibt, gibt es eine eigene E-Mail-Adresse info@generali-arena.wien und wir werden das dann natürlich in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder sozusagen beantworten können. Und natürlich, jetzt geht es erst richtig los. Ihr seht, auf der Tribüne wird gerade ein kleiner Folder verteilt, dass ihr euch was andenken, was mitnehmen könnt von heute. Es ist wirklich eine Welturaufführung, aber es ist uns wichtig, euch Mitgliedern, euch den Treuesten der Treuesten, das mitzugeben. Und das ist das, was uns begleiten soll. Und neben
einem kurzfristigen Erfolg, hoffentlich im ÖFB-Sansa-Cup-Finale, einer guten Mannschaft für die nächste Saison, soll das unser Ziel sein, auf das wir in den nächsten Jahren hinarbeiten, was vielleicht hilft, den einen oder anderen Rückschlag einzustecken. Aber ich glaube, und ich stelle das noch einmal zu Beginn, das ist eine Investition und so sehe ich meine Verantwortung mit meinem Team in eine sichere Zukunft dieser Wiener Austria. Dass wir diese 104 Jahre Tradition einfach fortführen können und einfach auch für die Zukunft sicherstellen können, dass die Austria dort ist, wo sie sozusagen sein soll für uns alle. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche uns allen noch einen wirklich schönen Mitgliederabend, einen spannenden Abend. Ich glaube, das Programm, der Erwin jetzt noch einmal sagen, ich komme dann gerne, ich möchte jetzt nur kurz den Kollegen von den Medien zur Verfügung stehen und werde dann natürlich in den zweiten Stock hinaufkommen und dort könnte ich mir vorstellen, gibt es die eine oder andere Frage gerne beantworten. Noch einmal vielen, vielen Dank, einen schönen Abend und Forza Viola. Dankeschön. Dankeschön, Markus. Ich glaube, was ich jetzt gesehen habe, ich habe es als erstes Mal gesehen, ich habe die Gänsehaut gekriegt und ich kann nur sagen, echt geil, oder? Ich meine, das ist super gesehen. Freuen wir uns schon sehr auf die nächsten Spiele. Wie geht's jetzt weiter? Wie gesagt, Markus geht jetzt.